Hallo zusammen. Ich grüße euch, mit mir zusammen der Christian. Wir sind hier, weil der Christian hat eine super Idee. Und bevor ich jetzt hier erkläre, worum es da geht, ich war sehr schnell angefixt von der Sache auch, würde ich sagen, geben wir das Wort mal an Christian. Und der Christian erzählt einfach mal, Christian, was hast du dir überlegt? Ja, Dieter, danke. Es geht heute mal ums Thema Video. Und zwar kennt ihr vielleicht alle das Problem, man hat auf dem Handy und auf diversen Kameras, Actioncams, Speicherkarten immer auch viele Videoclips. Besonders nach dem Urlaub kennt man das, man kommt zurück und hat diese einzelnen Clips lose verteilt übers Handy, vielleicht noch auf verschiedene Medien, auf der Festplatte, in der Cloud. Oh ja. Aber man hat eigentlich keine richtigen Urlaubsfilme. Wie es früher gewesen ist. Super 8 Filme, erinnern wir uns noch dran. Das ist genau das Verrückte. Unsere Eltern hatten noch solche Super 8 Kameras und die haben sich auch noch hingesetzt und haben daraus Videos geschnitten. Fand ich total klasse. Hat man also schon vor Ewigkeiten so gemacht. Und das kann ich ja heute in der digitalen Welt, vermute ich, jetzt einfach mal viel einfacher noch machen. Ja, die Frage ist, warum wir es nicht machen. Warum wir uns damit abfinden, dass wir auf unseren Handys diese ganzen einzelnen Clips haben, die aber natürlich nicht zusammengefügt sind, die keine Story erzählen. Also zum Beispiel nicht die Geschichte eines Urlaubs erzählen, wo wir keine Musik drunter haben. Nach den Super 8 Kameras gab es dann die ganzen Kameras mit den Kassetten. Und auch da war es relativ einfach. Man hat am Anfang des Urlaubs eine Kassette reingelegt, hat dann im Urlaub ein paar Mal draufgedrückt und am Ende des Urlaubs hatte man irgendwie 30 Minuten Video, was man nicht mal schneiden musste. Aber das hat man sich dann auch noch mal immer mal wieder angeschaut. Richtig. Und heute sind wir mit den Smartphones überall dabei, filmen immer mal wieder, besonders wenn man Kinder hat. Du kennst das auch. Immer wieder macht man kleine Videoaufnahmen von den Kids, von der Familie. Aber man schneidet keine Filme draus. Und das ist jetzt ja im Prinzip dein Metier auch, dass du jetzt von A bis Z einen kompletten Kurs anbietest, wo ich jetzt als absoluter Laie reingehen kann und sage, ich habe hier ein Smartphone, ich habe da 5000 Videos drauf, jetzt mal übertrieben gesagt. Und du bietest mir jetzt praktisch den Weg an, wie ich da durchkomme, dass ich das also erstmal ordnen kann, bearbeiten kann, ein bisschen aufhübschen kann, vor allen Dingen auch chronologisch schneiden kann, wie ich das möchte und so weiter. Ja, genau. Also ich habe selber 3 Kinder. Also ich kenne den trubeligen Familienalltag und da hat man auch wenig Zeit. Und meine Methode, die ich entwickelt habe, da geht es darum, dass man in kurzer Zeit Videos auch fertig bekommt. Also nach dem Urlaub, 2 Wochen später, dass man sich da 2-3 Abende hingesetzt hat und dann hat man so ein Video auch fertig. Und dann kann man sich das wieder anschauen und dann kann man sich das auch in 10 Jahren noch anschauen oder in 20 Jahren. Früher hat man diese Filme gemacht, die man sich noch wirklich Generationen später angeschaut hat. Und wenn du mir jetzt was an die Hand legst, dass es einfach und schnell geht, dass ich es praktisch direkt machen kann, am besten noch im Urlaub, besteht die Möglichkeit, würde auch gehen? Ja, da gibt es 2 Wege. Entweder man macht es auf dem Handy, man macht es auf dem Computer. In dem Kurs zeige ich das für iPhone und für Android und dann auch für PC und für Mac. Mhm. Und es ist im Prinzip so aufgebaut, im ersten Modul lernt man erstmal durch Crashkurse, was für einen selbst eigentlich der richtige Weg ist. Also bin ich eher der Typ, der auf dem Smartphone sich schnell ein Video draus schneidet und das schon auf dem Weg nach Hause sozusagen fertig machen. Und wenn er zu Hause ist, hat er seinen Urlaubsfilm schon fertig. Das ist cool. Oder bin ich eher der Typ, der sagt, nee, ich filme auch ein bisschen mehr und ich möchte es gerne in Ruhe machen. Ich möchte einen großen Bildschirm haben. Ich mache das lieber auf dem Computer. So, dann guckst du dir diese Crashkurse an. Entweder du bist der Android- oder der iPhone-User oder du hast halt zu Hause einen PC oder einen Mac. Das zeige ich im Kurs am Anfang. Und dann sollte man sich auch entscheiden für einen dieser Wege und dabei auch bleiben. Gut. Und dann geht es halt los mit den Tutorials, Schritt für Schritt, dass man dann lernt, wie man von diesen einzelnen Videoclips zu einem richtigen, fertigen Film kommt. Und du bietest also für alles, für alle Betriebssysteme das im Endeffekt an? Genau. Ist auch so gedacht, dass man in der Familie auch zu mehreren Personen den Kurs nutzen kann und der eine hat vielleicht ein iPhone, der andere ein PC und so weiter. Das soll funktionieren. Teilweise fangen die Kids ja auch schon an, Videos zu schneiden. Das ist ja auch eine schöne Sache, Stichwort Medienkompetenz, wenn Kinder und Jugendliche halt auch kreativ sind. Aber dann eben auch nicht nur mit der Kamera und mit dem iPhone filmen, sondern auch die Möglichkeit haben, das auch mal richtig zusammenzuschneiden. Nachher wirklich ein Ergebnis zu haben, einen fertigen Film, den man sich immer wieder anschauen kann. Die Zuschauer haben jetzt ein Handy mit 50 Videos drauf. Wie läuft das ab? Was gibt es da für Schritte? Ja, also vielleicht erstmal die wichtigsten 10 Dinge, so, auf die du achten kannst. Also du kannst erstmal am Anfang dir überlegen, bin ich eher der Typ, der schnell mal was auf dem Handy zusammenschneiden will oder möchte ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen und ein bisschen mehr Energie reinlegen und vielleicht wird das sogar ein neues Hobby und ich mache das wirklich auf dem Computer und dann auch richtig auf dem großen Bildschirm. Computer oder Handy? iPhone oder Android? Mac oder PC? Der nächste Punkt wäre, dass du alle Clips, zum Beispiel von so einem Urlaub, dir erstmal zusammenträgst,
von nicht nur von deinem eigenen Handy, sondern eben auch von Speicherkarten, von der Actioncam, mhm. aber auch vom Handy deiner Frau zum Beispiel. Manchmal machen die Kinder ja auch schon ein paar Videos. Das drehst du alles zusammen. Und der nächste Punkt wäre, dass du vielleicht gar nicht mit dem ganz großen Urlaubsvideo anfängst, sondern erstmal ein Highlight-Video machst. Das heißt, du suchst dir erstmal eine begrenzte Zahl von Clips aus. Ihr habt einen Zoobesuch gemacht und habt 10 Videoclips. Das ist eigentlich ein gutes Thema, um einfach erstmal anzufangen. Mhm. Und vierter Punkt wäre, dass du mit einem gewissen Workflow arbeitest. Also Workflow ist wichtig, damit du dich nicht verzettelst, damit du schnell vorankommst und damit du auch fertig wirst. Mhm. Ich gebe dir einfach ein Beispiel. Viele fangen dann schon an, wenn sie die Clips importiert haben, machen gleich Farbbearbeitung, machen gleich Effekte drauf. Wenn aber nachher dieser Clip das gar nicht in die Endauswahl schafft, also gar nicht in den späteren Film wirklich hineinkommt, dann war diese ganze Arbeit umsonst. Ja. Und meine Methode geht dahin, wirklich sehr effizient vorzugehen, damit man möglichst schnell fertig wird und dann eben auch möglichst viele Filme auch fertig bekommt. Ja. Man hat ja auch aus den letzten Jahren vielleicht noch ganz viele Clips da liegen. Erinnere mich nicht dran. Genau. Meine Frau hat ein Android-Handy, ich habe ein Apple-iPhone und die Kinder nehmen diese Dinger da oder so. Und ich habe ehrlich gesagt bis jetzt gar nicht darüber nachgedacht, dass man das einmal zusammenfassen kann. Genau. Die liegen jetzt irgendwo rum auf irgendwelchen Devices und es ist ja eigentlich ein guter Einstieg, da mal was zu machen. Und wichtig ist auch, dass man nicht sich vorher die Arbeit macht, das alles erst in Ordner und Verzeichnissen zu organisieren und zu benennen. Ja. Da hat keiner Lust drauf, das dauert viel zu lange und das bringt auch nichts, weil die Videoschnittprogramme ja sowieso alles einfach importieren und dann automatisch chronologisch sortieren. Mhm. Und ein Tipp ist natürlich auch immer noch die Cloud zu nutzen, weil wir können ja auch über die Cloud Videos und Fotos freigeben für andere. Das heißt, wir machen ein Album, das geben wir per E-Mail frei an ein Familienmitglied und so können wir die Sachen zusammentragen und jede Cloud bleibt auch privat. Fotos kann man wunderbar ins Video importieren. Mhm. Ich rate eher dazu, nicht zu viele Fotos zu nehmen. Lieber öfter mal die Videofunktion, über die Videofunktion an der Kamera auch, und am Handy zu benutzen. Sonst wird es nämlich wirklich eine Diashow nachher. Ja. Und eine Diashow ist einfach kein Film. Wir wollen die Emotionen. Die waren früher schon langweilig, die Diashow. Das ganz stimmt, genau. Das ist richtig, ja. Nein, wir wollen die Emotionen, wir wollen die Story, wir wollen auch die Stimmen hören. Das ist das Schöne am Video, dass wir unsere eigenen Stimmen da drin haben. Und das ist auch das, an was wir uns später gerne erinnern wollen. Wenn ich mal Videos sehe von Leuten, die sowas gemacht haben, dass die das ganze Ding, du hast gerade das Stichwort genannt, Stimmen und Geräusche und so weiter, bin ich ein totaler Fan von. Aber da ist dann richtig dick Fettmusik drauf, man hört nichts mehr. Hast du da irgendwie eigentlich auch eine gewisse Präferenz, Tipps, was man vermeiden sollte, was man nicht machen sollte? Ist der häufigste Anfängerfehler tatsächlich, erstmal alles zusammenzuschneiden und dann einen Musiktitel runterzuknallen und die ganzen Stimmen erstmal auf lautlos zu stellen. Mhm. Natürlich liegt die Lösung darin, weniger Musik zu verwenden und die Musik viel bewusster einzusetzen. Also wirklich da, wo sie eine Stimmung unterstützt, wo sie die Emotion herausbringt. Und die Musik setzt sich nur ein, um das Ganze punktuell nochmal zu verstärken. Mhm. Denk mal dran, wenn du ins Kino gehst, da läuft auch nicht die ganze Zeit Musik. Danke, ja. Ja? Er versteht mich. Geht auch beim Video mit Übergängen, man macht eigentlich keine Übergänge, macht einen harten Schnitt. Bildwechsel von A nach B und nicht so ein Fadeaway. Viele Leute, gerade am Anfang, verwenden viel zu viel Zeit, diese ganzen Übergänge alle zu bearbeiten. Das hat so viele Möglichkeiten. Man will das auch aber dann sieht es auch nachher aus wie eine PowerPoint-Präsentation mit zufälliger Folienüberleitung. Genau. Und das will wirklich keiner mehr anschauen. Und auch wenn du da mal zu Kinofilmen guckst, die Regisseure, die Profis, die verwenden wirklich diesen Hardcut. Richtig. Genau. Also da kann man schon mal sehr viel Zeit sparen beim Videoschnitt zu Hause, dass man einfach gar keine Übergänge macht. Also Christian und ich, wir sind Fans vom Hardcut. Bist du jetzt auch. Und Stichwort Zeitlupe hast du noch angesprochen. Da ist so der häufigste Anfängerfehler, dass bei der Aufnahme nicht schon die Bildrate erhöht wird. Also wenn ich später etwas im Video verlangsamen will, dann brauche ich halt vorher bei der Aufnahme die doppelte oder vierfache Zahl der Bilder. Das heißt, ich muss nicht mit der normalen Bildrate von 25 Bildern pro Sekunde arbeiten, sondern mit 50, wenn meine Kamera das kann. Viele Actioncams können das ja sogar 100 Richtig. Bilder pro Sekunde. Und dann habe ich nachher auch im Schnitt eine Zeitlupe, die ruckelfrei ist. Richtig, die wäre ja sonst abgehangen. Aber wie gesagt, muss man die Kamera dann für haben, die muss das können. Richtig. Also die Handys können das. Die Handys können in der Regel bis 100 Frames, also vierfache Zeitlupe sozusagen machen. Und die Actioncams, die können teilweise schon bis zur zehnfachen Zeitlupe. Das ist dann extrem langsam, das braucht man nicht immer. Was hast du da für eine Meinung zu? Muss alles, was ich aufnehme, muss das alles in so einen Clip rein? Ganz häufiger Anfängerfehler, es wird nicht genug aussortiert. Mhm.
Auch da denk mal ans Kino und stell dir vor, der Regisseur hat zwei Aufnahmen von der gleichen Szene, die beide gut sind. Und er würde die beide im Film drin lassen. Da würdest du auch denken, du bist im falschen Film. Ja, das stimmt, in der Tat, das ist richtig. Habe ich die Möglichkeit als Amateur, da irgendwie solche Sachen zu benutzen, ohne dass ich jetzt Angst haben muss, irgendwelche Rechte zu verletzen, Copyright und sowas? Gibt es da was? Ja, du kannst das machen. Es gibt auch viele Portale mit kostenlosem Stockmaterial, mit Bildmaterial. Die Verlockung ist natürlich groß. Man war irgendwo im Urlaub und jetzt kann man sich einfach tolle Drohnenaufnahmen besorgen, irgendwie im Netz und die verwenden, um das Urlaubsvideo einfach aufzupeppen. Ja. Mhm. Also das kann jeder selber entscheiden, aber ich habe zwei Gründe, warum ich es nicht mache. Das erste ist die rechtliche Sache. Das wäre alles nicht so wild, wenn ich das ja gar nicht veröffentliche. Urlaubsvideos und Familienvideos sind ja eigentlich gar nicht zum Veröffentlichen gedacht. Die mache ich ja für uns als Family. So. Aber was für mich eigentlich viel wichtiger ist, warum ich das nicht mache, ist, dass es den Eindruck des Urlaubs eigentlich verfremdet. Ich gehe mal davon aus, du bist strukturiert, im Gegensatz zu mir. Wie läuft der Kurs ab? Was passiert da? Ja, tatsächlich ohne Vorkenntnisse. Du hast noch nie ein Video geschnitten und schaust dir dann erstmal die 4 Crashkurse an. iPhone, Android, PC, Mac. Und dann entscheidest du, auf welchem Gerät möchtest du schneiden? Was gefällt dir am besten? Welche Software gefällt dir am besten? Wie bist du selber strukturiert? Wie arbeitest du am liebsten? Du suchst dir dann das Modul raus. Wenn du zum Beispiel auf dem Windows-PC arbeiten möchtest und arbeitest dort dann die Schritt-für-Schritt-Tutorials durch, da bekommst du dann alle Funktionen erklärt, so dass du wirklich in absehbarer Zeit ein Video auch fertig bekommen hast und deine Familie damit überraschen kannst und ihr das Popcorn fertig macht und einen schönen Kinoabend zu Hause macht. Popcorn, gutes Stichwort. Das heißt also, der Kurs ist so aufgebaut, dass ich, also ob ich jetzt versiert bin, schon ein bisschen Ahnung habe oder gar keine Ahnung habe. Ich kann direkt anfangen und einsteigen. Absolut. Und im Modul 3 geht es dann so um die Grundlagen des Videoschnitts. Also was macht ein Video denn richtig gut? Was ist die optimale Cliplänge? Was ist die optimale Videolänge? Wie gestalte ich? Wie arbeite ich mit Farben? Und natürlich ganz wichtig, Musik. Wie finde ich die richtige Musik? Also aus welchen Quellen und wie setze ich Musik ein? Wie bearbeite ich die? Das sind so die wichtigsten Themen, damit man, nachdem man dann die Software erstmal gelernt hat, auch wirklich Videos richtig machen. Das heißt, auch die Musik ist dann ja wahrscheinlich irgendwie dann aber auch lizenzfrei, für jeden nutzbar. Privat ist es ja eh egal. Das kommt darauf an, was du machen möchtest. Also wenn du Videos auf Facebook und YouTube veröffentlichen möchtest, dann musst du dir halt vorher überlegen, dass du GEMA-freie Musik nimmst. Aber wie gesagt, die Familienvideos, Urlaubsvideos sind eigentlich für uns. Ich habe noch nie einen veröffentlicht. Ich habe über 100 Familienvideos in den letzten 15 Jahren gemacht. Ich habe noch nie einen veröffentlicht. Und das Schöne war, ich musste mich nie um diese ganze Copyright-Frage kümmern. Ich konnte die Lieblingsmusik von meinen CDs, MP3, ich konnte alles verwenden. Und das macht natürlich am meisten Spaß. Das spricht mir jetzt auch wieder so richtig aus dem Herzen, weil die meisten Leute produzieren immer in ihrer Freizeit Sachen, ist mir aufgefallen, und gehen davon aus, das muss raus in die Öffentlichkeit und vergessen eigentlich genau diesen Aspekt. Und da kannst du dann ja irgendwas drüber laufen lassen, wo du normalerweise richtig Schwierigkeiten bekommen würdest, wenn du da was von benutzt. Aber wenn es im privaten Rahmen ist, zu Hause, Fernseher im Wohnzimmer, ist ja eigentlich egal. Sollte man den Kopf behalten. Super. Ja, ich schneide anders, wenn ich jetzt meine Likes auf Facebook im Hinterkopf habe. Ja, ist klar. Beim Videoschneiden. Ich freue mich einfach, wenn es meinen Kindern gefällt, wenn es meiner Frau gefällt und wenn wir einen Film angeguckt haben und die sagen, Papa, lass uns gleich den nächsten Film gucken, dann ist das Schönste für mich. Das ist super. Musik ist ja ein sehr wichtiges Element als Träger von Stimmung und so weiter. Das kennt ja jeder von uns, der auch ins Kino geht oder sich Filme anschaut. Na klar. Und also diese Option, wie das gemacht wird, wie man das machen kann, das zeigst du ja auch in deinem Kurs. Also die Musik, die versetzt uns in Emotionen und gerade bei Urlauben holt sie uns natürlich auch Erinnerungen zurück. Also gerade die Mischung aus Originalton, aus Stimmen und aus Musik, die auch zum Ort passt. Ja, du kannst ja auch einen italienischen Urlaub gemacht haben und nimmst eine schöne Opernmusik da rein. Richtig, genau. Also das holt uns auch wieder die Erinnerung zurück und deshalb ist Musik auch sehr wichtig und nimmt im Kurs auch einen großen Teil ein. Das stimmt. Du hast gerade von Modulen gesprochen. Mhm. 3 Module waren es, glaube ich, wenn ich richtig liege. Und damit ist das dann durch. Damit ist alles erledigt. Dann kannst du richtig Videos schneiden. Mhm. Ich habe aber noch ein Bonusmodul drin. Und zwar zeige ich, wie du Ordnung in deine Videoclips, aber auch Fotos bekommst. Mhm. Das heißt, ein System habe ich entwickelt, wie du die ganzen Clips und Fotos von deinen ganzen Geräten, Festplatten, Computer, Cloud, Handys und so weiter, wie du die so strukturierst, dass du einen schnellen Überblick bekommst, dass du die Sachen eben auch wiederfindest. Weil was und dann die Sachen rausnehme auch und dann praktisch davon das Video schneide praktisch. Also die Ordnung vorher, bevor überhaupt irgendetwas passiert.
passiert, aber das ist ein Bonusmodul, was du dann anbietest. Genau, das ist aber im Kurs mit drin. Also du lernst, wie du die Sachen so aufbereitest, dass du nachher Videos schneiden kannst. Mhm. Aber es ist an sich natürlich ein Vorteil, wenn man sozusagen ein aufgeräumtes Handy mit einer aufgeräumten Cloud und einem aufgeräumten Computer hat. Wenn das hier gleich durchgelaufen ist, dann zeigst du mir das mal. Ich habe immer so 5000 Bilder auf meinem Handy, da kannst du ja mal ein bisschen Struktur reinbringen. Ja, und damit bist du ja nicht alleine. Also ich habe Freunde, die haben jetzt über 100.000 Fotos und Videos in der Cloud. Die Cloud ist groß, man kann immer mehr Cloud-Speicher bestellen, aber es nützt ja nichts, wenn ich einfach nur viel mache. Ich muss es ja auch im Zugriff haben. Die Leute haben immer mehr Kontrollverlust. Dass ich hiermit ständig filmen und fotografieren kann, ist eine tolle Sache. Auf der anderen Seite, ich finde nichts mehr wieder. Dafür habe ich halt eine Methode entwickelt, dass man da eine Struktur reinkriegt. Und zwar ohne, dass man erst kompliziert Alben anlegen muss. Also ich glaube, der Schlüssel, um Erinnerungen zu bewahren, ist nicht immer noch mehr Aufnahmen zu machen, sondern ist das Löschen. Genau. Meine Mutter hat mir zum Beispiel, als ich damals nach der Schule aus dem Haus ging, hat sie mir ein Fotoalbum geschenkt. Da war meine ganze Jugend und Kindheit drin. Das ist eigentlich mein Spruch, den er jetzt gerade hier bringt. Das ist mein Spruch, den ich eigentlich immer, wenn es um das Thema geht, das ist mir auch im Herzen, genau das sage ich auch immer. Unsere Eltern, die konnten uns noch, als wir aus dem Haus gegangen sind, das alles in ein paar Fotoalben mitgeben. Und dann haben sie uns vielleicht sogar noch den einen oder anderen Film mitgegeben, Super 8 oder eine Kassette. So, und wir haben heute bis zu 100.000 Fotos und Videos auf unseren Handys und in der Cloud und wir haben gar keine Möglichkeit, unseren Kindern das irgendwann mal mitzugeben. Das ist auch tatsächlich ein unheimlich guter Grund, dass man da Struktur reinkriegt und auch gerade für deinen Kurs natürlich, auch um das auch zu lernen. Weil man reduziert das Ganze, man lernt es so schön zu schneiden und aufzuhübschen, in Anführungszeichen, dass man es dann später irgendwann mal in Zeiträumen, die leider viel zu schnell kommen, in 10 Jahren studieren die und gehen aus dem Haus und was weiß ich. Und dann kannst du ihnen noch was Nettes mitgeben, ohne eine Cloud. Übrigens, hier ist die Cloud mit 500.000 Gigabyte Bildern. Viel Spaß dabei. So die ungefähr. Werden sich bedanken. Deine Kinder werden sich bedanken, wenn und du es ist auch ein bisschen unpersönlich, was sehr lustig ist, weil es ja persönliche Erinnerungen sind. Ja. Aber es ist unpersönlich durch diese schiere Masse, die man da einfach hat. Unsere Kinder brauchen uns keine Illusion zu machen, wenn sie sich niemals die Mühe machen, unsere unsortierten Aufnahmen durchzugucken. Nein. Natürlich, das mache ich ja selber schon mal. Aber fertige Filme werden die sich anschauen. Ja, mit Sicherheit, auf jeden Fall. Und gibt es 1 Million Tutorials, englischsprachig, deutsch, wie auch immer, wo es dann mehr oder weniger gut oder schlechter erklärt wird, aber ich komme damit eigentlich immer zum Ziel. Du sagst, du bietest jetzt hier einen Online-Kurs an. Der, muss man natürlich auch sagen, der kostet natürlich auch etwas. Was unterscheidet dich jetzt davon, dass du mich davon abhältst zu sagen, ich gehe jetzt auf YouTube gucken? Also es gibt schon das ganze Wissen eigentlich irgendwo auch auf YouTube. Und wenn du viel Zeit hast, dann kannst du dir auch die Zeit nehmen, das alles rauszusuchen. Gerade Zeit ist ja der limitierende Faktor. Und wir haben dann auch keine Struktur, wenn wir das auf YouTube suchen, sondern wir müssen uns dann aus 1000 Videos irgendwas zusammensuchen. Das stimmt in der Tat. Das muss man wirklich, da geht auch Zeit verloren. Ja. Und es ist natürlich oft auch veraltet. Also es nützt mir auch nichts, ein Schnitt-Tutorial, was 4 Jahre alt ist und die Software hat sich inzwischen schon... Bin ich auch schon oft genug drauf reingefallen, habe irgendwas gesucht und gefunden, mach das dann und mach dann alles nach. Ja. Und denkst du, wieso hast du diese Funktion eigentlich gar nicht in deiner Software und sehe dann irgendwie, dass es ein Video aus 2008 war oder sowas. Genau. Jetzt übertrieben gesagt, aber halt schon ein paar Jahre älter ist. Ja. Nicht mehr up to date. Also da versuche ich schon, die Tutorials auch immer auf dem neuesten Stand jetzt zu halten. Und es gibt auch sehr viele Videoschnitt-Tutorials, eben nicht für Privatanwender, für Eltern, für Familien, sondern dann eher für Profis oder für YouTuber. Und mir ging es darum, wirklich die Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Und das ist in der Regel ohne jede Vorkenntnisse im Videoschnitt. Und dann eben eine Struktur anzubieten, ohne dass man halt permanent auf YouTube wieder suchen muss, nach dem nächsten Video, wie ich da jetzt weiterkomme. Und was auch ganz wichtig ist, was mir gerade einfällt, natürlich auch, dass ihr praktisch davon profitiert von, ja, von seiner Erfahrung. Du machst das ja jetzt auch schon seit Jahren im Endeffekt. Du hast ja privat angefangen damit für dich. Bei der Geburt meiner Tochter habe ich angefangen. Bei der Geburt deiner Tochter, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. 15 Jahre her. Ja, gut. Und da habe ich angefangen, da wollte ich eben mehr machen als nur Fotos. Da habe ich gedacht, die ganzen Bewegungen, die Laute, die Stimme, das wollte ich halt auch im Video einfangen. Und ich bin halt dabei geblieben, habe über 100 Videos gemacht. Also nicht nur Urlaubsvideos, sondern eben auch ganz viele Alltagsvideos. Denn ich bin auch überzeugt, dass wir uns auch an den Alltag später erinnern wollen. Gar nicht nur immer die Highlights im Urlaub. Ja. Also Urlaub ist toll, weil da haben wir Zeit, haben auch Zeit für die Kids und da sind wir auch mehr so, wie wir eigentlich sein wollen. Hm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum unsere Eltern immer schon im Urlaub zur Videokamera gegriffen Definitiv. Haben. Definitiv. Also, Message von uns beiden, filmt mehr euren Alltag, produziert Material von den gewöhnlichen, normalen Dingen. Absolut. Und man kann auch mal 20 Clips, die man so über den Sommer verteilt gemacht hat, einfach mal zu einem kleinen Sommerfilm zusammenschneiden und hat eine tolle Erinnerung. Oder mit den Alltagsszenen natürlich auch irgendwie Material produzieren zum Üben.
zum Beispiel. Absolut, gute Idee. Ich kann ja den Videoschnitt nicht machen ohne Hilfsmittel, also Stichwort Software bzw. Apps, je nachdem, wo ich das machen möchte, auf dem Rechner oder auf dem Smartphone. Und die ist auch wirklich, das ist gratis Software, mit der ich auch vollwertig einen Videoschnitt machen kann. Wir arbeiten da nur mit kostenloser Software. Ich habe mir sehr viele Apps angeguckt für Android und iPhone. Ich habe mir verschiedene Softwares angeguckt für Mac und für PC und habe gute Softwares gefunden, die auch verbreitet sind, die intuitiv sind und die eben auch kostenlos sind, damit man erstmal einen guten Einstieg hat. Das heißt, die Leute profitieren ja auch von deiner Experience, von deiner Erfahrung im Endeffekt, was die Apps angeht, weil ich weiß, es gibt endlos viele Dinge und ich bin total abgenervt, wenn ich irgendwo im App Store bin und suche ein Programm für irgendetwas, bleiben wir euch beim Videobereich, kriege 25 Sachen angeboten und in der Regel, ich mache dann immer Trial and Error von den Sachen, die schöne Icons haben und stelle dann fest, oh Mann. Und hast jetzt 2 Tage da rumgeeiert und wenn du gewusst hättest das. Das heißt, das bringst du ja eigentlich auch noch mit. Ja, das ist ja dein Bonus, deine Erfahrung, auch mit dieser Software zum Beispiel. Also das ist ja der Wert eines Online-Kurses, dass sich jemand mal die Arbeit gemacht hat, das alles sozusagen vorzurecherchieren. Und bin bei der Auswahl wirklich danach gegangen, welche Software ist gut für absolute Videoschnitteinsteiger, Leute, die noch nie ein Video geschnitten haben und ist aber trotzdem auch kostenlos. Ist auf jeden Fall ein absolut nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn ihr einen Online-Kurs macht, anstatt selber jetzt irgendwie 5 Tage die perfekte App zu finden. Du hast sie ja schon gefunden und bietest das an. Na, in der Zeit kannst du schon deine ersten 3 Filme fertigstellen. Kann ich da immer drauf zugreifen? Ja, das ist kein Kurs, der nur eine begrenzte Zeit läuft, sondern der läuft zeitlich unbegrenzt. Du kannst auch in deinem eigenen Tempo arbeiten, du kannst auch Module oder Kapitel überspringen, du kannst Sachen wiederholen, du kannst Pause machen, später wieder einsteigen, wie du möchtest. Super, das ist cool. Das ist ein Online-Kurs. Ich weiß halt eben von Online-Kursen, in der Regel ist das so, man ist ja immer irgendwie an feste Zeiten gebunden und so. Machst du das live oder? Nein, da gibt es bewusst keine Live-Sessions. Mhm. Also wie gesagt, ich bin ja selber Vater von 3 Kindern und ich weiß, im trubeligen Familien... Hat man wenig Zeit, ne? Das ist, ja. Man hat wenig Zeit und im trubeligen Familienalltag ist das einfach schwer, das noch zusätzlich unterzubringen, jetzt noch mit festen Terminen. Deshalb habe ich bewusst auf Live-Sessions verzichtet. Mhm. Du guckst dir das an, wenn es gut in deinen Alltag passt. Wenn ich das jetzt gemacht habe, alles, aber trotzdem ist irgendeine Sache unklar. Es gibt unter jedem Kapitel eine Kommentarfunktion und die kannst du dann nutzen, wenn du Fragen hast und da antworte ich dann auch drauf. Das lese ich auch und dann helfe ich auch weiter und manchmal können auch andere Kursteilnehmer dann weiterhelfen, die das Problem vielleicht auch schon hatten, auch schon gelöst hatten. Das Tutorial, was du anbietest, beziehungsweise die 3 Module, die man da hat, die kosten wie viel? Und wenn ich es bezahlt habe, ist das irgendwie dann fix einmal oder muss ich da wie ein Abo abschließen oder sowas? Nein, kein Abo. Also kein Abo, der Kurs, den biete ich im Moment zu einem Einführungspreis an, das sind 140 Euro. Aber es gibt keine Folgekosten, kein Abo. Eher im Gegenteil, also der Kurs wächst. Ich füge ab und zu neue Tutorials hinzu, je nach Bedarf. Also es verändert sich auch, immer aktuell abgedatet und immer das aktuell Neueste vom Neuesten. Und auch zusätzliche Themen kommen immer rein und die sind dann auch inklusive, wenn man den Kurs einmal gekauft hat. Gut. Jetzt haben wir das ganze Konzept vom Online-Kurs hier mal eben so vorgestellt bekommen von Christian. Und es gibt von uns natürlich, weil wir das so unheimlich klasse finden, es gibt 25% Rabatt auf den Online-Kurs. Der Link zum Online-Kurs befindet sich hier unter dem Video. Da könnt ihr euch dann anmelden, direkt draufklicken, kommt auf die Seite, könnt euch anmelden. Das Ganze kostet 140 Euro minus 25% von dem Rabatt von uns, für Christian, für euch. Ja, Christian, jetzt sind wir eigentlich fertig, würde ich sagen. Was machst du jetzt? Klappe! Alter Schwede, ey, wo ist denn der jetzt hin hier? Dann gehe ich jetzt auch. Also wenn es nicht... Er stört mich nicht. Wir sehen es ja. Wir sehen ja, was passiert. okay, pass auf. Ich übe ein. Ich rede einfach alles. Oh, jetzt kommt Intro. Gut. Okay. So. Manchmal habe ich ein Display an. So, pass auf. Cut. Nochmal neu. Der ganze Part hier von den beiden 40-jährigen Dilfs.